Dynamo TV wird Ihnen präsentiert von Verticalis. Wo andere aufhören, fangen wir erst an. Wir sind der Spezialist für seilunterstützte Höhenarbeit, Industrieklettern und Höhenrettung. Für alle Baumpflegearbeiten von Verticalis erhältst du 10% Rabatt. Zeige uns einfach deine Eintrittskarte, Dauerkarte oder deinen Dynamo-Mitgliedsausweis. Lukas 02 hier in Duisburg. Wie groß ist die Enttäuschung hier in der Mannschaft jetzt nach dem Spiel? Ja, ich denke, wie nach jeder Niederlage nach dem Spiel sehr groß natürlich. Wir hatten uns vorgenommen, das Jahr mit einem Sieg zu beenden und dadurch mit den letzten 4 Spielen 4 Siege. Ist uns leider nicht gelungen und tut natürlich weh. Ja, die Enttäuschung ist schon sehr groß. Ich finde, wir haben die Leistung von den letzten 3 Spielen, wo wir gewonnen haben, haben wir heute nicht auf den Platz bekommen. Darüber hinaus blöde Fehler gemacht. Ich bin auch dabei, bei beiden Toren beteiligt. Es tut mir leid für die Mannschaft, aber kann man nicht ändern. Und ja, jetzt heißt es einfach wieder im neuen Jahr angreifen. Ja, in der ersten Halbzeit keinen einzigen Schuss aufs Tor und irgendwie hattet ihr heute keinen Zug so richtig im Mittelfeld und auch nach vorne. Ja, Duisburg stand sehr gut, der Rasen war sehr schwer zu bespielen, wir brauchten immer etwas länger, ein paar mehr Kontakte, was ja auch verständlich ist bei dem Platz. Ja, aber trotzdem hätten wir dann ja trotzdem noch etwas ruhiger spielen müssen, vielleicht noch einen Ticken mehr quer als dann mal nach vorne. Und ist uns leider nicht gelungen in der ersten Halbzeit. In der zweiten Halbzeit hatten wir unsere paar Möglichkeiten und trotzdem haben wir verloren und das ist echt schade. Ja, ich denke, es stimmt schon. Wir sind nicht richtig vors Tor gekommen. Wir haben ein paar gute Anspiele gehabt in den Strafraum, wo wir die Position falsch angelaufen sind oder wo das Timing nicht gestimmt hat. War auf jeden Fall zu harmlos, was das nach vorne anging heute. Wie schwer ist es, auf so einem Boden wie hier in Duisburg ein Spiel zu beschreiten? Ja, ich würde es jetzt heute nicht auf den Boden schieben. Ich denke, Duisburg hatte den gleichen Platz wie wir. Wir haben das zu Hause auch schon mit den Trainingsplätzen erfahren, wie das jetzt momentan im Winter halt ist. Und ich denke, der Platz hat damit nicht viel zu tun. Es ist schwer, jetzt alles auf den Platz zu schieben, auch wenn er nicht optimal war. Aber ich denke, wir müssen uns da in die eigene Nase fassen. Wir haben es einfach nicht geschafft, das auf den Platz zu bringen, was wir spielen können. Sind ja dadurch nicht wirklich torgefährlich vors Tor gekommen. Das eine Tor, was wir machen, ist leider abseits. Kriegen Elfmeter nicht, das ist natürlich dann bitter. Aber wie gesagt, ich denke, wir müssen uns an die eigene Nase fassen, haben nicht die Leistung gebracht, die wir imstande sind zu bringen und ja, müssen dann mit der Niederlage leben. Beim Stand von 0-1, du hast schon angesprochen, gab es ein Foulspiel bei dir im Strafraum. Kannst du mal ganz kurz beschreiben und wäre der reingegangen, was hätte das dann dem Spiel getan? Ja, also er trifft mich halt unten ganz klar. Ich denke, müssen wir mal diese Aktion angucken, aber ich habe eigentlich ganz klar den Ball. Eine gefährliche Situation kann ich machen. Er trifft mich unten, ich falle und das ist für mich ein ganz klarer Elfmeter. Und der Schiri hat es halt nicht so gesehen. Und er ist sehr ärgerlich. Ich denke, der hätte uns nochmal einen neuen Impuls gegeben und ist schon echt bitter. Bitter, ja, aber damit müssen wir leben halt. Es gibt bei uns keinen Videobeweis. Wir müssen damit leben, dass die Schiedsrichter auch mal Fehler machen. Ich denke, über die Saison hinaus wird es auch so sein, dass wir dann mal das Glück auf unserer Seite haben. Und ja, wie gesagt, wir müssen uns an die eigene Nase fassen. Ich denke, wir haben kein gutes Spiel gemacht und müssen dann auch heute mit der Niederlage leben. Knapp 2000 Dynamo-Fans waren wieder heute mit im Stadion, haben euch applaudiert am Ende des Spiels, als ihr in die Kurve gegangen seid, haben auch honoriert, dass ihr eine klasse Hinrunde gespielt habt und wollten euch ein bisschen Mut machen, dass ihr eben jetzt nicht mit ganz so hängenden Köpfen in die Weihnachtspause geht. Ja, ist natürlich super von unseren Fans wieder gewesen, dass sie so zahlreich erschienen sind. Allgemein die Hinrunde, die Unterstützung, da können wir uns nur bedanken. Es war der Wahnsinn. Da waren Spiele dabei, das war echt brutal geil für uns. Jetzt gilt es für uns alle, über die Pause, über die Weihnachtszeit Kraft zu sammeln und dann im neuen Jahr neu anzugreifen und alles für die Rückrunde reinzuhauen. Alles Gute, Jan, vielen Dank.